Hallo, heute darf ich euch einen Segensmoment von mir vorstellen. Ich bin generell sehr gerne draußen, egal ob joggen, spazieren gehen oder Radfahren. Während dieser verrückten und andersartigen Corona-Zeit, da habe ich einen ganz neuen Platz draußen für mich entdeckt. Mein Balkon. Hier sitze ich gerne morgens oder mittags mit meinem Laptop, denn hier macht Homeoffice deutlich mehr Spaß als in meinem Arbeitszimmer. Aber ich bin auch sehr gerne mal abends hier oder am Wochenende. Dann am liebsten mit einem guten Kaffee. Gut, auf dem Balkon könnten ein paar Blumen mehr stehen. Und er würde deshalb vielleicht gerade keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Aber für mich ist es trotzdem ein toller Ort hier. Jeden Tag um 18.55 Uhr ist auch ein ganz besonderer Moment. In ganz Mannheim und Ilvesheim läuten alle Kirchenglocken und laden zum gemeinsamen Gebet ein. Und da ich ja in direkter Nachbarschaft einer Kirche wohne, kriege ich da auch täglich den vollen Glockensound ab. Ich vermisse unser vielfältiges Gemeindeleben, unsere gemeinsamen Gottesdienste und die Begegnung mit euch in der Seelsorgeeinheit. Doch unsere Gemeinde hält auch in dieser Zeit zusammen. Wir denken aneinander und sind füreinander da. Das verdeutlicht das Läuten der Glocken täglich. Für mich ist es daher ein Segensmoment. Und irgendwann ist ja auch die Corona-Krise vorbei und alles wird wieder normal laufen. Dann freue ich mich schon sehr darauf, hier draußen mit guten Freunden zu sitzen und ein paar Cocktails zu trinken. Auch diese Vorstellung ist für mich ein großer Segensmoment. Ich wünsche euch nun alles Gute für die kommenden Wochen, vor allem Gesundheit. Die Einschränkungen sind zwar lästig, aber notwendig. Aber wir stehen das gemeinsam durch. Ganz liebe Grüße und bis hoffentlich bald.